Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gone Home. Ja, beim letzten Mal hat uns Sam ihre Geschichte zu Ende erzählt. Ja, oder was heißt zu Ende? Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass sie und sie hier, Looney, sich geküsst haben. Und sie war auch sehr glücklich. Und wir haben den Spind geöffnet. Ansonsten gibt es hier eigentlich noch irgendwas zu gucken. Oh! Das Magazin für Männer. Die große UFO-Vertuschung. Shannon Doherty. Interview mit Medienmogul David Geffen. Gillian Anderson. Oha. Ja, gut. Das gefällt ihr. Das ist in Ordnung. Darf man auch. Zigarettenschachtel ist leer. Aber hier ist ein mysteriöser Schlüssel. Oh, der ist für den Keller. Kellerschlüssel in den Rucksack gepackt. Cool. Ja, und eine andere Tür war ja auch noch geschlossen, ne? Aber vielleicht kommen wir da auch grundsätzlich gar nicht rein. Okay, dann gehen wir jetzt in den Keller, ne? Oder fehlt noch irgendwas, was ich jetzt nicht gemacht habe? Ach nee, doch, das Panel haben wir ja aufgemacht. Ne? Ja, doch. Stimmt. Und nach oben kommen wir ja noch nicht in den auf den Dachboden. Okay, dann gehen wir jetzt in den Keller. Ich weiß gar nicht, ob ich hier so in den Keller möchte, in diesem Psychohaus, aber habe ich ja wohl keine Wahl. Ist das wahrscheinlich hier, ne? Die Tür. Auf der anderen Seite ist auch dicht, aber ich denke mal, es ist hier. Rennen können wir übrigens nicht. Oder? Nee. So, ist das hier? Aha. Hallo, Onkel Oskar. Falls du da bist, verhalte dich bitte normal. Und erschreck mich nicht. Okay, alles gut. Das ist ein normaler Keller. Normale Keller finde ich in Ordnung. Oh, da unterliegt was. Was ist das? Chips. Ich mag Chips. Liebe Samantha, ich möchte Ihnen meinen herzlichen Dank für Ihre Einladung zum Thanksgiving mit Ihrer bezaubernden Familie in Ihrem Domizil. Hä? Der ergibt keinen Sinn, der Satz. Aber sie will sich bedanken. Oder eher. Ich habe die wohlschmeckenden Kartoffeln sehr genossen und obwohl es merkwürdig war, so lange mit deinen Eltern zu verbringen, so lange Zeit mit deinen Eltern zu verbringen, war es auch spaßig zu sehen, wie schwierig es für deinen Vater ist, mehr als 30 Sekunden am Stück nicht komisch drauf zu sein. Mit äußerst herzlichen Grüßen, ihre enge Freundin und Vertraute, Lonnie. Liebe Miss DeSoto. Aha, okay. Erlauben Sie mir die Gelegenheit zu ergreifen, mich bei Ihnen herzlich für die von Ihnen erhaltene Gastfreundschaft auf dem Anwesen Ihres Vaters nach dem zuvor genannten Mahl mit meinen Eltern zu bedanken. Ich muss sagen, das Thanksgiving-Fest Ihrer Familie war das erfreulichere der beiden Veranstaltungen. Besonders schätzte ich die Zeit, die ich mit Ihrer Großmutter verbracht habe, eine wunderbare Frau mit einem gediegenen Geschmack und einem kultivierten Auftreten. Wir sollten das im nächsten Jahr zur selben Zeit wiederholen, wenn Sie möchten. Herzlichst, Madame Samantha L. Greenbrier. Okay. A fancy man. Quite. Okay. Ah ja, die haben also Thanksgiving verbracht und als Paar vielleicht auch. Deshalb war der Vater eventuell komisch. Aber vielleicht ist er auch einfach nur so komisch. Oh, das ist It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around, well, you know. So you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night,
where it's just quiet and we're alone. We say I love you. Hm. Okay, also die Eltern wissen es dann wohl doch nicht. Okay. Oh, da ist der Ofen. Hier sind noch ein paar Kartons von uns. Oh Mann, eine meiner alten Arbeiten aus dem Sexualkundeunterricht. Das kann ja nur gut werden. Ah, oh, wieder ein erster Platz. Der Fortpflanzungsapparat. Okay. Unten stehen zwei Geschichten. Die Abfolge ist in beiden durcheinander geraten. Nimm dir ein blattliniertes Papier. Wähle eine der beiden Geschichten aus und schreibe sie neu. Beginne mit dem Titel und deinem Namen. Aha, aha, aha. Der Menstruationszyklus. Ah, das muss ich euch jetzt nicht vorlesen, oder? Den kennen wir ja. Glaube ich nicht so spannend. Oh, wir haben auch so ein Ding. Caitlin. Kreativ, anmutig, intelligent, talentiert, lebensfroh, idealistisch, nett. Hm. Okay. Tun wir zurück. Sonst noch irgendwas Interessantes hier? Nö. Sieht nicht so aus. Hallo? Oha. Boah, ist das ein Riesenkeller. Was ist das für ein Mega-Haus? Hm. Hm, hm, hm. Brief lesen. Sehr geehrte Samantha Greenbrier, herzlichen Glückwunsch. Sie wurden für den Schriftstellerkurs des Reed College Sommerprogramms 95 zugelassen. Wir freuen uns außerdem aufgrund ihres Portfolios und ihrer Schulakte, ihnen finanzielle Unterstützung zu gewähren, die 75% der anfallenden Gebühren deckt. Die beigefügten Dokumente enthalten Details über ihren Stundenplan, optionale Zusatzkurse und den ihnen zugewiesenen Wohnheimplatz. Wir freuen uns sehr auf ihre Teilnahme am Sommerprogramm. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Ach so, vielleicht türmt sie gar nicht, vielleicht geht sie einfach nur auch für den Sommer weg. Und sagt deshalb, wir können ihr Zimmer nehmen und so. I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing. And I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was, like, 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Hm. Okay. Das ist traurig. Aber deshalb muss man sich ja nicht nie wiedersehen. Eigentlich. Oh, was ist das denn? Oh Gott. Einfach das Gesicht rausgeschnitten. Richard Greenbrier. Hilfe, das ist aber, seltsam. Lampe einschalten. Boah. Richard Greenbrier. Mhm. Wer ist denn das? Ist das der Großvater vielleicht? Also, der Vater heißt ja Terry, der Onkel war Oscar. Das ist dann bestimmt der Vater von den beiden. Karätiges Gold. Herzanhänger in zwei Hälften. Individuell anpassbar durch bis zu 10 Zeichen, Namen, Daten, Initialen, was immer sie sich erträumen können, als Geschenk verpackt, importiert. L und S, oh, das wollte sie kaufen. Hm. Okay. Was ist
das hier noch? Eins von Dads alten Büchern. Steckt da was dran? Wie, was steckt denn da dran? Ach so, so ein Brief. Büro von Dr. Richard Greenbrier. Lieber Terence, vielen Dank für das Exemplar deines neuen Buchs, das du mir geschickt hast. Das erste veröffentlichte Werk eines Autors ist etwas ganz Besonderes. In der Thematik habe ich auf jeden Fall meinen Sohn wiedererkannt. Das Werk eines Autors ist eine Externalisierung dessen, was er liebt und was er fürchtet. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, war deine Arbeit erfolgreich. Aber die Linse, durch die das Persönliche leuchtete, war unnötig getrübt durch Klischees des Genres und unglaubwürdige Dei ex machina, entsprungen aus Science-Fiction-Schundheftchen. Ich gratuliere dir zum Bestehen dieser Feuerprobe namens Veröffentlichung und bin sicher, dass es viel Anklang finden wird. Ich möchte dich jedoch ermuntern, diese Künstlichkeit abzulegen. Du kannst das besser. Mit der Liebe und dem Zuspruch eines Vaters, Dr. Richard Greenbrier. Oh, okay. Kritisch, aber ein Brief von Opa. Ja, okay, also, ja. Ja, okay, ein bisschen fies vielleicht, aber eigentlich keine super böse Kritik, oder? Also, man hätte natürlich darauf verzichten können, das wäre netter gewesen, aber, was ist denn das? Aha, Boone County Register. Jugend von Boone County freut sich über Getränkeautomat in Masons Apotheke. Oh ja. Die Wangen der Schüler an der Goodfellow High School waren heute besonders rosig, denn sie alle besuchten den heute neu in Betrieb genommenen Getränkeautomaten in der Apotheke von Oscar Mason in der Innenstadt. Nach monatelangen Renovierungsarbeiten gibt es nun unter anderem einen neuen Automaten, der Sprudelwasser mit Sirup in allen möglichen Geschmacksrichtungen mischt, sowie ein verglastes Eiscremefach, das die Herzen der Jugend höher schlagen lässt. Mr. Mason, seit langem eine beliebte Institution in der Main Street, freute sich sichtlich über den großen Andrang junger Menschen. Das erste, was der Menge serviert, wurde, war ein Schokoladeneisbecher, Terry Greenbrier, 8 Jahre, alte Lieblingsneffe von Mr. Mason und, tja, und das war's. Okay, das war also der junge Mason, beziehungsweise Oscar, beziehungsweise der Onkel halt. Als alles noch gut war und die Leute ihn nicht für ein Psycho hielten. In Ordnung. Nichts drunter. Hätte ja sein können. Da, vielleicht ist da was drauf? Nö. Nö. Gut. Da ist noch ein Raum. Boah. Oh, und da. Das sieht irgendwie anders aus da. Voll schön. Da gucken wir als letztes rein, glaube ich. So, erstmal hier. Super viele alte Zeitungen. Ey, das verstehe ich ja nicht, ne? Wieso man Zeitungen sammelt. Boah, richtig viele. Noch ein Zeitungsausschnitt. Boone County Register, Freitag, 10. Dezember 65. Masons Apotheke wechselt den Besitzer. Oh. Überraschend wurde heute bekannt, dass Masons Apotheke in der Main Street zum ersten Mal seit ihrer Eröffnung vor 10 Jahren den Besitzer wechselt. Gerüchten zufolge sei der plötzliche Verkauf der Apotheke für einen Spottpreis über die Bühne gegangen. Es wird sogar spekuliert, der Verkaufspreis wäre nur ein einziger Dollar gewesen. Danach gefragt, antwortete Mr. Samuel Ornstein, Oscar Masons langjähriger Assistent und neuer Besitzer von Masons Apotheke, dem Register, die Details gehen nur Mr. Mason und mich etwas an. Mr. Mason selbst ist krank und stand für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung. Okay. Das ist komisch. Ja, woran lag der? Oh, boah, da geht's. Ach, da geht's wieder hoch. Ist das ein geheimer Dings? Das scheint so, ne? Oh. Okay. Okay, Moment. Dann gehen wir da, glaube ich, als letztes durch. Hier ist noch eine Postkarte.
Hallo Sam, viele Grüße von den Multnomah-Fällen. Ich bin hier auf so einer dämlichen Klassenfahrt. Ausgerechnet jetzt im März, wo es hier in Oregon saukalt ist und nur regnet. Schade, dass du nicht hier bist. Warte mal, du bist hier, denn ich schreibe dir das im Souvenirladen. Oh Mist, da kommst du gerade. Okay. They tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, "You didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl." But I don't think they know about us. The kids at school, though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group. Okay, aber so schrecklich ist das doch jetzt auch nicht, oder? Also, dass man sich verlaufen hat, meine ich. Man eine Freundin hat als Mädchen, ist in den Jahren vielleicht doch noch ein bisschen was anderes als heute. Meistens Apotheke. Oh. Können wir aber leider nicht reingucken. Was ist das hier? Ein Hut? Ich kann mich irgendwie nicht mehr bewegen. Wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Hilfe. Hallo? Ich mach das wieder. Ich kann mich trotzdem nicht mehr bewegen. Och Mann! Was ist denn das? Och, ich muss schon wieder neu starten. Einen Moment. Zum Glück geht das ja so schnell, ne? Speichern zurück, ja. Und fortsetzen. Meine Güte. Dieses Spiel. So. Geht's jetzt wieder? Ja, es geht wieder. Komisch. Dachte schon, es wäre der Geist, der von uns Besitz ergriffen hat. So, hier gibt es nichts weiter, glaube ich. Aber hier war ja noch dieser eine Raum. Was ist ja ein richtiges Zimmer. Oh, da geht's auch noch. Aha. Yolanda de Soto. Eine Adresse. Was ist Samantha? Okay, zwei Adressen. Ja. Ah ja. Ein ganzer Brief. Liebe Sam, ich bin so froh, dass dir das Bild gefallen hat. Ich habe an uns gedacht, als ich es gezeichnet habe. Ich wusste, dir würde das auffallen. Mexiko würde dir wahrscheinlich gefallen, glaube ich. Die Natur ist hier so völlig anders als zu Hause. Ich stelle mir immer Allegra und ihren ersten Offizier vor, wie sie auf einer geheimnisvollen Insel gestrandet sind, wo sogar die Pflanzen ihnen was antun wollen. Und dann denke ich wieder an dich. Ich lieg hier im Bett und kann dich beinahe fühlen. Ich habe versucht, mich zurückzuhalten, bis wir wieder zusammen sind, aber das hat wohl nicht so gut geklappt. Immerhin habe ich es versucht. Okay, genug davon. Dein letzter Brief erreichte mich erst einen Tag, bevor wir uns wieder auf den Heimweg nach Norden gemacht haben. Mit diesem Brief fahren wir um die Wette. Wenn ich vor ihm zu Hause bin, können wir ihn gemeinsam lesen. Und ja, ich mache Unmengen an Fotos. Wir werden so viel Zeit zusammen in der Dunkelkammer verbringen müssen. Tu amor, Lonnie. Das ist echt ein süßer Brief. But I tried. Na gut. Okay, und hier hat sie sich anscheinend zurückgezogen, oder was? Wenn sie ihre Ruhe haben wollte, vielleicht. Girl Scout, vormals. Cup Scout, Setlist, Role Model, Authority, Main, Squeeze, Telling Stories, Instruction, First Made Self, Girl Scout, Denial. Hä? What? Todd's band lost their singer. Todd said he sucked,
Lonnie said he got sick of Todd's shit. And he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, I can sing. And they were all kind of like, you can? And she was like, probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. But till then, I'm gonna be at every single show. Okay. Ach so, und... Ja, ja, gut, gut, gut. Was ist denn das hier? Oh, da ist ein Tresor. Okay. Hilfe, ist das... Oh! Ach, wie süß. Terry. Alles Terry nur. Aber... Und was war mit dem anderen? Mit dem Oscar? Das waren doch Brüder, oder nicht? Der ist hier gar nicht bei. Vielleicht hatte der woanders was? Arbor Hill. First Floor. Mhm. Okay, die Kombination kennen wir natürlich noch nicht. Wo kommen wir denn hier raus? Ach, okay, hier wird das Feuerholz gelagert. Funktioniert nicht. Mist. Das ist blöd. Das dahinter sieht komisch aus, die Wand. Als wäre die. Als wäre das vorsorglich eingemauert worden oder so. Und als wäre da mal eine Tür gewesen. Hm. Oh, da ist ein Zettel. Fetzen. Bestellung diesen Monat: 2 Kisten Brandy, 2 Kisten Rum, 1 Fass Whisky. Governor immer noch sehr zufrieden mit Boone County. Glaube, diese Vereinbarung sollte eine Weile Bestand haben. Aha. Hm, komisch. Da ist wieder ein Gutschein. Ein Gutschein. X-Ray Specs. Ah ja, okay. Eine Band, ne? Mhm. Okay, dann gehen wir mal da durch diesen komischen Geheimgang. Kommen wir denn jetzt wieder raus? Oh, ich dachte gerade, da steht jemand. Hör doch auf, Spiel. Was zur Hölle? Wo sind wir denn jetzt? Das ist wie so ein Bunker oder so. Hä? Und da kommen wir wieder wahrscheinlich nach oben durch einen Geheimgang ins Haus. Brad Mobile. Ach so, okay. Ja. Okay, auf jeden Fall hat sich Sam hier ein bisschen häuslich niedergelassen, scheint es. Kostüme, Skelette und Teufel, Cheerleader aus dem Smells Like Teen Spirit Video. Ein Mädchen verkleidet als Jackie Kennedy. Das Mädchen vom Psychohaus. Das Coolste daran, das Mädchen vom Psychohaus zu sein. Coole Sache Nummer 1. In der Schule meinen sie alle, du merkst nicht, wie sie dir hinterher schauen und das Tuscheln anfangen, wenn du vorbeiläufst. Die meinen echt, ich bekomme nichts von dem mit, was um mich herum abläuft. Hm. Das ist eine Mom-und-Dad-Anlügensituation. Aber das war's so wert. Die Mädchen auf der Bühne waren so laut und echt und toll. Und alle bewegten sich gemeinsam wie auf einer riesigen Welle aus Musik. Ja, das klingt schön. Woman Outlaws. Das wird dich lehren, wer das Sagen hat in dieser Kaschemme.
Sie ist das reinste Wildpferd. Ich lasse mir doch kein von keiner Frau. Ah! Okay. Woman Outlaws. Was hat sie ausgeschnitten oder so? Und okay. Ach so, und da malt sie selbst. Ah! Okay. So sehen die also aus. Das sind ja ihre beiden Hauptcharakter, würde ich mal sagen, ne? Reicht es dir? Der große Goodfellow-Aufstand von 95. Genug gehört? Tritt gegen die Patriarchie. Heavens to Betsy, Brad Mobile, Girls to the Front. Girls, Justice Now, Kicking Against the Patriarchy, The Great Goodfellow Riot, Ausgabe 1. Okay, sie hat hier irgendwie so eine Collage oder so gemacht. Oh. Ist das ein, also ihr Buch oder? Auf jeden Fall sind das, hat sie die mehrfach gemacht, ne? Es scheinen so Kopien davon zu sein. Aha. Was ist denn das hier? Etikett. Achso, ja, okay. An Samantha Greenbrier. Von Direktor Sheldon Grossman. Geehrte Miss Greenbrier, ich weiß die Zeit und Mühe zu schätzen, die Sie in Ihren Brief an mich gesteckt haben. Er zeugt von Initiative und war gut geschrieben, aber er ändert in dieser Angelegenheit nicht meine Meinung. Ich verstehe zwar, dass Miss DeSoto eine Freundin von Ihnen ist, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie Schuleigentum mit Obszönitäten verunstaltet hat. Dass sie angeblich ihren Spind verunstaltet hat. Als Vergeltung dafür, dass ein anderer Schüler dasselbe mit ihrem Spind gemacht hat, ist dabei irrelevant. Und um auf ihre Beschwerde einzugehen, dass bisher noch kein anderer Schüler in dieser Sache bestraft worden ist, Tatsache ist, dass sich bisher noch niemand schuldig bekannt hat und es keine überzeugenden Beweise darauf gibt, wer ihren Spind verunstaltet haben könnte. Mit anderen Worten, es gibt niemanden, um ihn zu bestrafen. Ich würde vorschlagen, Sie lassen diese Angelegenheit ruhen, denn ansonsten wird sich wohl noch mehr ungewollte Aufmerksamkeit auf sie richten. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben sie schließlich behauptet, das sei überhaupt erst der Auslöser für diesen Vorfall gewesen. Mit besten Grüßen, Direktor Sheldon Grossman. Okay, okay. I don't get Lonnie sometimes. Like her band. And our zine and her hair and everything are all anti-authority. But I watch her in JROTC and she's doing drills in perfect formation, following orders, no question. And there's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. Like she's going to join the army and then have to lie about who she is. She said they don't need to know what they don't need to know. Like it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to, like, defend my honor. I've learned when to stop arguing, though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. Okay, er hat hier wieder eine Pizza genossen. Da geht's auch noch mal weiter. Und da auch, ne? Ah ja, da kommen wir wahrscheinlich zurück ins Haus. Wo sind wir gerade? Da. Na, okay, wir gehen erstmal. Ja, ich glaube, wir haben hier soweit alles. Guck mal hier rein.
Waren wir hier schon? Nee, oder? Was sind wir denn jetzt? Ist das die andere verschlossene? Ah, okay. Jetzt haben wir die andere verschlossene Tür von innen geöffnet. Ich verstehe, ich verstehe. Und dann will ich noch mal eben gucken, wo die andere Tür hinführt. Die hier. Nirgends, oder was? Au. Boah, mit Hebel sogar. Oha. Krass, die führt ins Gästezimmer. Boah, wie verrückt das ist, ey. Hey, da ist ein Zettel. 1963. Bestimmt für den Tresor unten. Nimmst du den nicht mit? 1963. Ne, anscheinend nimmt sie den nicht mit. Muss ich mir das jetzt ermerken. 1963. 1963. Ich gehe da mal schnell hin. 1963. 1963. Mhm. Wo war der denn nochmal? 1963. 1963. War das da? Ja, ne? Da, glaube ich. Ja. 1963. Okay. Gucken, ob es geht. 1963. Ha! Cool. Von Oscar an Mary Greenbrier. Schwesterherz. Aha. Ich schreibe hier, was auf die eine oder andere Weise mein letzter Appell sein soll, der unbeantwortet bleibt. Ich fühle mich wie ein Gefangener auf einer Insel, ohne einen Kerkermeister, ohne eine einzige Menschenseele zur Gesellschaft, nur mein Geist, sich selbst ergründend, endlos, endlos nach Erlösung suchend. In den Jahren seit meiner Verfehlung habe ich nicht nach Absolution ersucht, nur noch einfacher Vergebung. Mit guter Absicht habe ich mich selbst von jeglicher Versuchung entfernt, geopfert, um meine Hingabe auf jede erdenkliche Weise zu beweisen. Seit Mutters Dahinscheiden habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht als Anerkenntnis durch meine eigene Familie. Wieder als Mensch behandelt zu werden, wieder eine Luft zu atmen, erfüllt vom menschlichen Geist. Durch Gnade kann selbst ein Schurke wie ich errettet werden, aber ich erwarte es nicht. Erhalte ich keine Antwort, soll ich von nun an meine Strafe akzeptieren und eines Tages einfach vergehen. In brüderlicher Liebe, Oscar Mason. Was hat er denn gemacht? Das klingt ja voll schlimm. Was ist das? Aquatyl. Hm. Was ist das? Syrett. Oh, Morphin. Okay. Morphium, oder was? Gift? Promotion. Okay. Hier ist noch eine Spritze. Ha. Hat er sich selbst umgebracht? Okay, ich glaube, das hier ist dasselbe, ne? Ja, hier unten. Okay. Haha. Komisch. Mann. Ja, okay, dann mache ich nochmal hier einen Cut. Und ich glaube, in der nächsten Folge könnte es aufs Finale zulaufen. Danke euch fürs Zusehen auf jeden Fall und wir sehen uns dann. Ciao, ciao.